Wir üben heute gemeinsam Lektion 69. Mein Groll verbirgt das Licht der Welt in mir. Mein Groll verbirgt das Licht der Welt in mir. Niemand kann auf das schauen, was dein Groll verhüllt. Wir versuchen, hinter den Schleier der Dunkelheit zu sehen, der es verborgen hält. Wir versuchen, den Schleier lüften zu lassen und zu sehen, wie die Tränen von Gottes Sohn im Sonnenlicht versiegen. Lass uns unsere längere Übungszeit heute in der vollen Einsicht beginnen, dass dies so ist, und mit wirklicher Entschlossenheit das zu erreichen, was uns teurer ist als alles andere. Die Erlösung ist unser einziges Bedürfnis. Es gibt hier keinen anderen Sinn und Zweck und keine andere Funktion zu erfüllen. Die Erlösung erlernen ist unser einziges Ziel. Lass uns die alte Suche heute dadurch beenden, dass wir das Licht in uns finden und es für alle emporhalten, damit es jeder, der mit uns sucht, erblicke und frohlocke. Mein Groll verbirgt das Licht der Welt in mir. Erinnere dich in den kürzeren Übungszeiten, die du angesichts der Wichtigkeit, die der heutige Gedanke für dich und dein Glück hat, so oft wie möglich durchführen solltest, dass dein Groll das Licht der Welt vor deinem Gewahrsein verbirgt. Erinnere dich auch, dass du nicht alleine danach suchst und durchaus weißt, wo du danach suchen musst. Sage also, mein Groll verbirgt das Licht der Welt in mir. Ich kann nicht sehen, was ich verborgen habe. Und dennoch will ich, dass es mir offenbart werde für meine Erlösung und die Erlösung der Welt. Wenn ich diesen Groll hege, wird das Licht der Welt vor mir verborgen. Mein Groll verbirgt das Licht der Welt in mir. Mein Groll verbirgt das Licht der Welt in mir. Mein Groll verbirgt das Licht der Welt in mir.